Ja, so Leute, wir sind jetzt in München angekommen und das ist die Tanja. Hi. Und wir warten gerade auf unsere S-Bahn, U-Bahn, S-Bahn. U-Bahn. Nee, U-Bahn. Und dann fahren wir zum Sendlinger Tor und gehen da zu dem Mengenexemplar-Laden und zwar zum Text. Und ich filme euch auch mal ein bisschen was. Und ja, dann melde ich mich nachher nochmal und ja, danach gehen wir noch zum Hugendube und zum Kerzenladen und viel Spaß bei den Eindrücken. Und ihr habt ja jetzt auch schon was gesehen. Also, wir sind jetzt fertig im Text. Ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Jokers, weil wir Bücher shoppen und wir sind leicht eskaliert. Also, wir haben doch bald 4 Bücher gekauft. Ja. Und die zeigen wir euch nachher, oder? Ja. Und sie hatten echt coole Bücher. Also, letztes Mal waren wir da waren wir ein bisschen enttäuscht. Aber dieses Mal war es echt cool. Sie hatten auch echt neue Bücher, also. Ja. Deshalb haben wir halt auch beide 4 gekauft. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Hugendubel. Ihr habt schon gesehen, wir waren gerade bei dem und ihr kriegt gleich noch ein Update, wie wir ihn fanden. Aber wir sind gerade erstmal überfordert. Hashtag Dorfkinder in der Stadt. Aber wir müssen dort in die U-Bahn. Und dann sehen wir uns gleich im anderen Hugendubel wieder, weil es gibt ja 2. Bis gleich.
Nee, das ist der zweite Teil. Sicher? Ich finde, der erste ist crazy. So, wir sind jetzt raus aus dem Hugengubbel, du musst hier hinkommen und haben zwei Taschen eingekauft. Und jetzt gehen wir noch essen zum Vapiano. Und ihr seht mich, glaube ich, gerade gar nicht, aber doch, es geht schon. Auf alle Fälle essen wir dann und dann, wir waren noch beim Saturn. Und die Ausbeute zeigen wir euch nachher. Ihr habt wahrscheinlich auch schon Bilder gesehen vom Hugengubbel. Und jetzt gehen wir essen und danach melde ich mich wieder. Und wahrscheinlich filme ich euch auch das Essen, also seht ihr das auch. Vapiano, ich freue mich so. Ja, bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Rückweg und Tanja zeigt euch noch schnell die Bücher, bevor sie aussteigen muss. Ja, schnell. Ja, okay, du hast 17 Bücher gekauft, oder? 12, 13 irgendwas. Also du machst einfach einen Kauf, eindeutig ein viele. Video. Und ich versuche, dass das ohne möglichst viel Wackeln funktioniert, aber I don't know, deshalb fangen wir einfach an. Nummer 1 ist Red Rising. Das heißt, das ist also die letzte Entscheidung. Ne? Tag der Entscheidung. Oder so. Das ist der dritte Band. Ja, und ich habe noch nicht mal den ersten gelesen. Ja, ich auch nicht. Das war runtergesetzt. Genau, wir zeigen euch jetzt erstmal die Bücher aus dem Text. Also das war der Mängel-Exemplarladen, den habt ihr auch gesehen. Den Mund voll ungesagter Dinge, was Raffi unbedingt haben wollte. Aber ich habe es zuerst aber gesehen. Aber sie hat es zuerst gesehen und ja. Dann. True North. True North. Wie heißt ich? Wo auch immer du bist, von Serena Bowne, ist auch ein New Adult Roman. Habe ich auch zuerst gesehen. Ja, gab es auch einen Text und ich hätte ihn auch gerne gehabt, aber... Und dann habe ich noch Rock My Soul und noch irgendwie noch Rock My Body, weil ich vom Raffi den ersten Teil gekriegt habe. Ja. Ich brauche natürlich die nächsten auch. Und wir werden komisch angeguckt, also... Ja, das sind ein paar Leute. So, dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die wir beim Hugendubel gekauft haben und wir wollten noch ein Hugendubel-Update geben. Und zwar, wir waren ja in dem neuen Hugendubel und ich muss sagen, es war echt anders, weil normalerweise... Ja, er war so überfordert, weil normalerweise kenne ich halt alle Buchläden, wo ich bin und er war halt so neu und das kannte ich nicht. Der war so doch, also, ja, er war irgendwie so... Weil er neu ist. Aber er war irgendwie schon cool, weil er hatte so ein ganz, ein bisschen so ein anderes Konzept gefühlt, aber ja. Ich auf alle Fälle, also ich fand den anderen jetzt schöner, weil der irgendwie so bekannter war. Ja. Ich glaube, daran lag es wahrscheinlich. Aber wir zeigen euch jetzt trotzdem mal die Bücher, die wir. Oh, also erstmal Tanja. Ja. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Erstmal haben wir Seid das Güte, I don't know, von Neil Schusterman. Ja. Muss man ja mittlerweile gelesen haben. Das ist ja sehr gehypt. Das nächste ist Iskari. Muss man, glaube ich, mittlerweile auch Kristen Cicerelli mit dem Küchenmesser auf dem Cover. Das sieht aus wie ein Küchenmesser. Aber das Cover ist trotzdem mega schön und es geht um Drachen. Und Drachen sind einfach toll. Also klingt das auch mega gut. Und ich habe es auch dann aufgrund einer Empfehlung von mir gekauft. Ja. Und ich wurde dazu genötigt. Ich finde das so schön, dass sie sich gekauft hat, aber so. Hast du es überhaupt den Titel gesagt? Ich kann den Titel nicht sagen. Das war Bird and Sword. Ja. Habt ihr auch schon eine Rezension sogar auf meinem Kanal? Wenn ich es schaffe, verlinke ich euch hier die. Hier. Die Infocard, die Rezension. Bird and Sword. Das nächste. Das weiß ich gar nicht mehr, dass du das gekauft hast. Ist Game On von. Kristen Kelly. Kristen Kelly, ja. Kristen. Ja. Okay. Und auch New Adult. Ja. Genau. Ja.
Ja, war es das? Nein. Es geht noch weiter. Du musst den Counter dann machen. Ja, ist so. Dann noch The Goal. Hier kommt so ein. Von L. Kennedy. Das dürfte dann Buch 20 oder so sein. Buch 20. Ja. Das ist der 30. vierte Band von dieser Off-Campus-Reihe, oder? Ja. Ja, ich bin informiert. Aber sie hatten den ersten nicht, sonst hätte ich mir den mitgenommen. Wie viele Bücher habe ich gekauft? Es hört immer noch nicht auf. Ja. Dann aufgrund von Paddy. Ja, Paddy. Du bist schuld. Also. Die Schwester. Ja, der erste Band. Genau. Ja. Paddy ist schuld. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch zwei Bücher, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist so riesig. Der Übergang von Justin Crone. Ja. Das ist so groß wie mein Gesicht ungefähr. Und das letzte. Der zweite Band, Rock My Bunny. Und genau. Den lesen wir da auch zusammen. Ja, haben wir schon gesagt. So. Ja, den habe ich mir übrigens auch gekauft, aber jetzt kommen noch meine Bücher. Yay! So, dann mache ich jetzt weiter. Und zwar, ich fange an mit Richard. Also, ich zeige euch erst die Bücher aus dem Bubendubel. Übrigens, wir haben voll viele Punkte gesammelt, dann können wir bald ein gratis Buch einlösen. Du hast voll viele Punkte gesammelt. Mit meinen Einkäufen. Ja, mit deinen x Euro. Ratet mal in den Kommentaren, wie viel Geld Tanja heute für Bücher ausgegeben hat. Hoher Betrag, also der Gewinner, der gewinnt nichts, aber ihr könnt gerne mal raten, ich löse dann auf. Also angefangen habe ich mit Fridget von Jennifer Armentrout. Ja. Kurve. Dann gab es was reduziert im A-Bereich, also im modernen Antiquariat vom Bubendubel sozusagen. Und zwar der fantastische Tierwesen, obwohl sie zu finden sind, von J.K. Rowling, dieses Original-Skript von Carlsen. Und unter dem Schutz und Schlag gesehen, ist ein Niffler. Ja, aber er ist so süß. Aber ich wollte es halt noch lesen und für 10 Euro dachte ich mir, nehme ich es mit und ist halt eine Menge Exemplar. Aber ja. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft und zwar Ready Player One von Ernest Cline. Und ich wollte das halt noch unbedingt lesen, bevor der Film rauskommt von Steven Spielberg. Kommt ja, ich glaube, dieses Jahr, nee, 2018 kommt da ein Film ins Kino. Ich habe noch mehr Bücher, aber nicht so viele wie Tanja, also keine Angst. Dann habe ich mir noch Saving Grace gekauft. Das ging ja total um und es hört sich so mega gut an. Und also ist jetzt ein Mängelexemplar aus dem Text, also diesen Mängelexemplarladen. Und das ist auf Englisch? Nein, das ist Deutsch, aber ich freue mich auch schon mega drauf. Das ist ja so ein Thriller, Psycho-Thriller mit Beziehung irgendwie so. Und bin ich schon sehr gespannt drauf. Muss mich beeilen, weil meine Speicherkarte gleich voll ist. Aber habe ich mir noch diese drei Bücher, also Band 2, 3 und 4 von Jamie Shaw, wie heißt die Reihe? The Last Ones to Know, also Band. Habe ich mir noch gekauft und ja, meine Speicherkarte ist jetzt voll, deshalb muss ich Schluss machen, aber ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und vielleicht nehmen wir euch wieder mal mit, wenn wir nochmal fahren, also wenn ich wieder in München bin. Es war mega cool. Ja, und bis zum nächsten Mal. Mein Gesicht ist ungefähr? Also so dick. Mein Gesicht ist nicht dick. Doch.